Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisen-Radar am Freitag, 5. August. Ich grüße ganz herzlich und wir wollen heute natürlich eventbezogen auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, auch Cable bekannt oder als Cable bekannt, schauen, da es sich hier ja um das Major Pair handelt, was mit dem Pfund im Kontext steht. Gestern gab es einige Bewegungen. Beim Pfund natürlich, Sie werden es wissen, keine Überraschung mehr aufgrund der Leitzinsentscheidung in Great Britain. Und was da geschehen ist, war praktisch auch vom Markt erwartet. Wir sehen jetzt hier erstmal den großen Chart zum britischen Pfund und sehen hier die übergeordnete Schwäche, die hier insbesondere ja, vor Ausbruch der Finanzmarktkrise mit dem Jahrzehntehoch hier bei 2,1161 dann ihren Lauf nahm, nämlich hier diese Abwertungsphase des britischen Pfunds. Hier gab es mal 2013 den Versuch, hier nach oben auszubrechen, letztlich klar gescheitert und der Abwärtstrend ist intakt. Gut, Leitzinsen wurden um 25 Basispunkte von 0,5% auf 0,25% gesenkt. Das ist schon mal eine Maßnahme, die der Markt grundsätzlich ja honoriert. Und wir hatten gestern auch den FTSE 100, jetzt muss ich den Chart direkt nochmal aufrufen, den FTSE 100 im Devisenradar mal im Fokus, also hier praktisch den Leitindex von UK, vom Great Britain, also England. Und der FTSE 100 spiegelt praktisch die 100 größten Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich wieder. Und wir sehen hier mal den Monatschart auch dazu hier im Big Picture. Und mit Verlaub, nachdem der DAX ja immer noch 20% von seinem Allzeithoch rumkrebst, ist der FTSE trotz des Brexits hier sehr, sehr bullisch. Schaut euch das an. 6.740 Widerstandszone horizontal auf Jahrzehntebasis zurückgerechnet. Hier definitiv ein markantes Level und wir notieren hier direkt dran. Der Markt honoriert praktisch mal die Brexit-Geschichte, das kann man schon mal sagen. Und wenn wir jetzt hier im Monthly Close, also Ende August über 6.740 schließen, glaube ich, ist eine Allzeithoch mal nicht so weit weg. Das muss man definitiv ins Kalkül ziehen. Auf der Unterseite, auch wenn es jetzt nicht um Index geht oder Indexbewertungen, 6.070, ein ganz wichtiges Level. Sollte der Index hier runterfallen, dann sehe ich ein großes Korrekturpotenzial, aber das ist wohl augenblicklich in weiter Ferne. Der Markt honoriert auf jeden Fall die Leitzinssenkung. Der Markt honoriert natürlich auch wieder den Liquiditätsüberschuss, den es hier mal wieder ganz klar gibt. Also kräftig weiter mit dem, was viele Notenbanken machen, nämlich den Markt überschwemmen mit Geld. Ob das gut ist, will ich jetzt hier mal gar nicht in Frage stellen. Ich zweifle es natürlich an, aber grundsätzlich die Notenbanken sind da hier sicherlich in einem Zug, wo sie alle das Gleiche tun, nämlich ihre Währung mehr oder weniger in einem Abwertungsprozess unterziehen, außer eben die USA, die hier mit der Leitzinsanhebung und auch weiteren Anhebungen ja hier immer ja, frohlockte. Die Frage ist eben nur, ob sie es dieses Jahr noch tun. Ich glaube fast nicht. Aber grundsätzlich der Bias hier natürlich im Sinne eines starken US-Dollars und das spiegelt sich auch hier insbesondere seit 2014, als die US-Notenbank hier in den USA den Dollar eben nach oben fokussierte, schraubte mit der Aussage eben, dass Leitzinsen angehoben werden sollen. Von den ursprünglichen vier Anhebungen sind wir natürlich weit, weit weg und ich glaube, vor der Wahl wird jetzt auch meines Erachtens nichts passieren. Dann haben wir November. Und ob dann zum Jahresende, wie letztes Jahr, nochmal eine Leitzinsanhebung stattfindet, das wird eine große Überraschung sein. Grundsätzlich wird viel von den Non-Farm Payrolls abhängen. Der US-Arbeitsmarktbericht, den wir heute 14:30 Uhr erwarten, da schaut die US-Fed, die US-Notenbank, mit Argusaugen drauf, um sozusagen eine Konjunkturindikation zu haben. Das wird sicherlich in den nächsten Monaten auch weiterhin der Fall sein. Und insofern muss man da immer mal ein Stück weit abwarten. Aber das britische Pfund selber geriet gestern zunächst erstmal unter Druck. Und neben dem Langfristchart, den wir uns gleich nochmal zuwenden, will ich Ihnen das mal im kurzfristigen Chartfenster zeigen. Und hier auf Tagesbasis entsprechend mal unter die Lupe nehmen. So, hier haben wir die Kerze von gestern, 4.8. Ja, Sie sehen es hier, die ist mal mega düster gewesen. Da gibt es auch nichts so dran zu diskutieren. Das britische Pfund fiel gestern 250 Pips, beziehungsweise die Range, die Tagesrange war 250 Pips und das ist schon eine große Hausnummer. Das Pfund eigentlich jetzt hier aufgrund, gut, Brexit muss man ein bisschen relativieren, aber so im Schnitt um die 130 Pips unterwegs, also fast das Doppelte gab es hier einen Ausschlag. Sie sehen es, die Kerze recht groß. Aber was bleibt hier zu sagen? Das Bild ist weiter bärisch. Kurzfristig unter 1,35 bleibt das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar meines Erachtens ein Short mit der Tendenz, die letzten Tiefs auch zu reißen. Und da wir jetzt hier im Tagesschart dann letztlich im Nirvana unterwegs sind, wechsle ich gleich mal zum Monatschart. Und da sehen wir, dass ich zugegebenermaßen ein Stück weit orakelte Unterstützung, aber der Bereich um 1,20, von vielen Banken wird der Bereich um 1,25 genannt, ist meines Erachtens durchaus ein Ziellevel, wo das britische Pfund hinlaufen könnte. Durch die Leitzinssenkung und früher
Also hier 2013, besser gesagt 2014, hieß es sogar noch, die Bank of England spielt mit dem Gedanken, hier Leitzinsen anzuheben. Ja, wie gesagt, das ist jetzt überhaupt kein Thema mehr. Grundsätzlich das Pfund meines Erachtens auch weiter durchaus belastet. Auf Tagesbasis auch hier schön zu sehen, das Level von 1,35. Unterhalb dessen bleibt das britische Pfund meines Erachtens auch ein Short mit Zielen nach den Großbanken. Bereich 1,25. Was ich so ableite, sogar der Bereich 1,20 scheint mir durchaus erreichbar. Bullisch, wenn man überhaupt davon sprechen kann, würde das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar auf Monatsbasis, also langfristig Big Picture, erst wieder über 1,40 werden. Und da sind wir, wie gesagt, jetzt gute 900 plus Pips weg. Und die sehe ich auch so schnell nicht wieder nach oben gelaufen. Also hier das britische Pfund erst wieder über der Marke von 1,40, meines Erachtens für mittelfristige Long-Ausrichtung interessant. Natürlich gibt es zwischendurch immer wieder korrektive Erholungsbewegungen, die man im Swing- und Intraday-Trading sehr gut covern kann. Aber das große Bild, und darum soll es heute mal gehen, ist hier definitiv bärisch mit eben weiteren Zielen auf der Südseite. Und wenn Sie sich den Chart anschauen, dann laufen wir hier in die Regionen von Preisniveaus, die hier aus den 86er Jahren kommen. Also ich meine, da reden wir wirklich über eine Hausnummer. Jahrzehnte zurück. Und da hat es das britische Pfund jetzt hingekegelt. Was ist mit der Wirtschaftsleistung? Was ist mit dem, was Great Britain bislang aufgebaut hat? Alles ein Stück weit in Frage gestellt. Die Wertung, Währung, wie gesagt, im Abwertungsmodus. Und meines Erachtens dürfte das wohl auch so bleiben. Denn Maßnahmen darüber hinaus wurden ja auch ergriffen, mehr oder weniger. Und da haben wir auch noch zusätzliche Aktivitäten, die auch eben, wie ich schon sagte, den Markt wieder flut mit Geld. Zusätzlich soll es nämlich 100 Milliarden für die Banken geben, zu fast schon zum Nulltarif, damit die Gelder dann als Kredite rausgegeben werden können. Ob das natürlich passiert, steht wieder auf einem anderen Blatt. Letztlich auch sollen noch Unternehmensanleihen gekauft werden, neben Staatsanleihen im Wert von 10 Milliarden British Pound. Das ist natürlich hier alles eine Sache. Der Wahnsinn treibt sich hier letztlich fort und ja, das, was alle anderen machen, die Bank of Japan, die Europäische Zentralbank und die Bank of England, das bläst alles in ein Rohr. Nur die Fed hält sich noch zurück, beziehungsweise rudert eben in die Gegenrichtung. Und das ist eben auch so ein Bias, der hier, weil eben Quantitative Easing damals 2014 ja eingestellt wurde, wohl eine Abwertung des Pfundes weiter befürworten lässt. Gut, gehen wir nochmal in den Tageschart. Was haben wir hier für eine Situation? Wie gesagt, unter 1,35 auch auf den großen Chart ableitbar. Bleibt die Situation bärisch. Insofern passen wir mal die Chart-Situation an. Kurzfristige Erholung, beispielsweise heute, wenn die Non-Farms wie auch immer bärisch aufgenommen werden, könnte es hier nochmal einen Spike nach oben geben, der bei mir immer in Richtung 1,34, 1,35 hier ein schönes Short-Level wäre, um eben auf weiter fallende Preise zu setzen. Warum ist das auch interessant? Ich zeige es Ihnen gleich, weil die Saisonalität, meine lieben Zuschauer, hier im August dermaßen schlecht ist, dass man sagen kann, es deutet sich auch hier saisonal bärischer Rückenwind an, neben dem Bias, der hier bärisch ist. Und summa summarum kann man da hier zum Schluss kommen, dass man hier durchaus den Short Train fahren kann, um dann hier auf der Südseite zu partizipieren. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in Richtung 1,30, 1,28 Richtung neuer Tiefs fallen, ist höher als über 1,35 auszubrechen. Das ist keine Kaufempfehlung, das ist nur meine Meinung, die ich hier ableite. Umkehren müsste man das ganze Bild, wenn es denn über 1,35 per Daily Close sogar schon gehen würde. Dann ist die Situation eine andere und das wäre dann praktisch auch Plan B. Dann sehe ich hier durchaus Preise in Richtung 1,40 eben, interessante Marke. 1,41 als Spike. In jedem Fall wäre das dann ein Level, welches ich favorisieren würde. Aber wir werden sehen, was der Markt macht. Wir werden sehen, was das Wochenende bringt, denn das ist bald da. Ich, meine lieben Zuschauer, verabschiede mich dann sogar in den Urlaub für die kommenden 2 Wochen, inklusive den darauffolgenden Montag. Bin dann am 23.08. wieder da für Sie on air. Ich wünsche Ihnen bis dahin auf jeden Fall eine gute Ferienzeit, wenn Sie auch Ferien machen. Freue mich darauf, wieder für Sie am Start zu sein. Und wir haben ja einiges an Webinar-Paketen noch geplant und natürlich auch den Handel über Guidance, den wir gerade im September dann noch mehr und mehr fokussieren werden. Lassen Sie sich überraschen. Wir werden hier einiges darbieten. Und bis dahin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit. Viel Erfolg beim Trading. Hoffentlich auch Sonne im August. Und bis dahin sende ich ein Ciao in den Äther. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.